Eigentlich war ich immer der Auffassung, dass so ein Kaweco-Sport so ziemlich der kleinste Füller ist, den man kaufen kann. Also das hier ist schon so ein richtiger Pocket Pen. Falsch gedacht. Hier habe ich den Kaweco Lilliput. Der ist noch kleiner. Schauen wir uns den mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Das heutige Review dreht sich um den wahrscheinlich kleinsten Füller der Welt, den Lilliput von Kaweco. Als erstes stelle ich euch diesen vor. Dann kommen wir zu den Varianten, die es zu kaufen gibt. Dies geht über in einen Vergleich zwischen Edelstahl und Aluminium. Natürlich darf hier ein Größenvergleich auch nicht fehlen. Hiernach gebe ich ein kurzes Fazit und zu guter Letzt gibt es ein Schreiberspiel. Legen wir los! Hier haben wir den doch sehr kleinen Kaweco Lilliput. Dieser ist nicht sehr groß. Wie man sieht, ist er ein wenig größer als mein Mittelfinger. Die Form erinnert mich an eine Zigarre. Auf der Unterseite gibt es ein Gewinde. Wofür? Das zeige ich euch gleich. Dies ist hier die Aluminium-Variante. Sie glänzt sehr schön. Oben auf der Kappe befindet sich die Beschriftung Kaweco Lilliput Germany. Auf der Unterseite befindet sich nichts. Ansonsten ist der Füller relativ schmucklos. Dann schrauben wir ihn mal auf. Hier kommt das Griffstück mit dem Gewinde zum Vorschein. Im Füller ist eine schöne mittlere Kaweco-Feder verbaut. Diese Feder ist von Bock und hat das typische Kaweco-Federdesign. Auf der Feder ist M für die Strichstärke vermerkt. Darüber befindet sich das runde Kaweco-Logo. Neben dem Luftloch sind die Verzierungen aufgeprägt. Die Feder sitzt auf einem Kunststofftintenleiter mit eingeprägtem Kaweco-Logo. Wie gesagt, der Lilliput ist echt nicht groß. Für einen Größenvergleich habe ich hier eine Schneider-Tintenpatrone. Wenn man diese jetzt vergleicht, groß ist der Füller nicht. Jetzt füge ich noch eine weitere Patrone hinzu. Man sieht, eine zweite passt schon einmal nicht in den Füller. Der Lilliput ist wirklich so gedacht, dass dieser nur eine Patrone fasst. Jetzt schraube ich den Füller einmal auseinander. Man sieht, dass dort auch nur eine Standardpatrone aufgenommen werden kann. Man sieht auch, dass diese aus einem Guss ist. Dieser wurde schön gefräst. Im Inneren sieht man das Innengewinde zum Verschrauben. Wie bei allen Kawekos aus Metall kann man die Federeinheit relativ leicht austauschen. Mit einem Papiertaschentuch fasst man die Feder seitlich an und kann dann die Einheit ausschrauben. Eine neue Einheit kann man dann einfach wieder einschrauben. Die eingesteckte Patrone sitzt fest in der Einheit. Zum Verschließen verschraubt man das Griffstück mit dem Schaft. Schaut man sich die Größe an, ist der Füller sehr klein. Der Füller liegt nicht einmal auf der Hand auf. Aus diesem Grund befindet sich am Ende des Schafts das vorhin erwähnte Gewinde. Auf dieses kann ich die Kappe aufschrauben. Hierdurch entsteht ein anständiger großer Füller. Dieser liegt in der Hand sehr gut auf. Von der Länge ist der Lilliput optimal. Mit einem Durchmesser von 1 cm ist der Füller durchaus zu gebrauchen. Das Gewinde ist nicht scharfkantig. Der Platz für die Finger auf dem Griffstück ist eher knapp bemessen. Ich würde mit meinem Daumen jetzt weiter hinten greifen. Das ist die Griffposition, die ich in der Schule mit meinem damaligen Pelicano gelernt habe. Der Schwerpunkt ist beim Lilliput in der Aluminium-Variante im vorderen Drittel, so wie ich es gerne mag. Vergleicht man den Lilliput mit dem Sport, gibt es kaum Unterschiede von der Länge. So liegt der Sport in der Hand. Und so liegt der Lilliput in der Hand. Einzig das Griffstück ist ein wenig dünner. Der Kaweco wird in einer schönen Blechbox geliefert. Dies ist die kleine Box, welche auch für den Sport genutzt wird. In der Box liegt ein reflektierender Aufkleber von Kaweco. Eine kleine Broschüre über die Historie samt Anleitung, wie man den Füller befüllt, liegt auch bei. Dann liegt noch der Lilliput und eine blaue Tintenpatrone bei. Lange Zeit habe ich mich gefragt, für was diese Aussparung gut ist. Ich verrate es euch jetzt einfach mal. Hier kann man praktischerweise die Tintenpatrone in der Box lagern.
Die Blechdose kann man so als Etui nutzen und den Füller samt Patrone täglich in seiner Tasche gut verstauen und mitnehmen. Der Caveco Lilliput ist nur in Metall erhältlich. Es gibt ihn in diesen folgenden Varianten: Aluminium Schwarz, Edelstahl, Edelstahl in Fireblue, Kupfer, Messing Eco sowie in Silber. Hier haben wir den Lilliput in einer Aluminium- und in einer Edelstahl-Variante. Von den Abmaßen her sind die Füller identisch. Der Füller aus Edelstahl ist etwas dunkler. Die Variante in Edelstahl ist auch deutlich schwerer. Der Lilliput aus Aluminium merkt man fast gar nicht in der Hand. Man merkt in der Edelstahl-Variante deutlich, dass der Schwerpunkt im Bereich der Kappe liegt. Ich persönlich empfinde dies als unangenehm. Im Gegensatz zur Edelstahl-Variante ist die Aluminium-Variante sehr leicht. Man merkt sogar das Gewicht kaum. Persönlich würde ich mir die Aluminium-Variante eher als die schwereren Varianten zulegen. Dieser liegt einfach besser in der Hand. Ein kleiner Größenvergleich: Caveco Steel Sport, Caveco Lilliput, Twisby Eco, Caveco Eleganz, Lamy Allstar, Diplomat Exzellenz, A Plus Wave, Pelikan Souverän M805 Stresemann. Auch noch ein Vergleich präpariert zum Schreiben: Caveco Steel Sport, Caveco Lilliput, Twisby Eco, Caveco Eleganz, Lamy Allstar, Diplomat Exzellenz A Plus Wave, Pelikan Souverän M805. Kommen wir zum Fazit. Der Füller ist sehr kompakt und er passt sehr gut in die Hosentasche. Für längere Schreibsession finde ich aber diesen aufgrund des Durchmessers eher ungeeignet. Trotzdem liegt der von der Länge her sehr gut in der Hand. Wenn man jetzt mal schnell das Büro verlässt und man braucht einen Stift oder man möchte ihn jetzt draußen mitnehmen, um irgendwas in sein Bullet Journal zum Beispiel zu schreiben, dann ist doch der dafür sehr gut geeignet, denn man kann ihn aufgrund der kompakten Größe einfach in die Hosentaschen stecken. Er ist ein Pocket Pen. So, starten wir mit einem Schreibbeispiel. Ich habe hier den Caveco Lilliput mit einer M-Feder. Die Feder ist doch relativ hart beim Schreiben. Also man kann mit schreiben. Es ist jetzt nicht so wie eine Nadel, sondern ja, es ist schon ein bisschen härter von der Variante her. Als Tinte habe ich hier auch von Caveco Summer Purple drin. Und das Papier ist ein Oxford Optik Paper mit 90 Gramm pro Quadratmeter. Ich muss zu dem Papier sagen, das ist doch relativ glatt und hier schwirrt auch richtig schön der Füller drüber. Also ist eigentlich ganz cool. Also schön glatt. Also ihr seht, man kriegt hier mit der M-Feder vom Caveco Lilliput so gut wie keine Linienvarianz hin. Die Strichstärke ist auch gleichbleibend, so wie es für eine normale M-Feder ist. Sie ist jetzt nicht schlecht, er liegt halt auch gut in der Hand. Man könnte jetzt auch also ein, zwei DIN A4 Seiten würde ich jetzt hier in der Größe mit dem Caveco auch schreiben wollen. Aber jetzt längere Aufsätze würde ich jetzt sagen, dafür ist er einfach zu klein, also zu schmal hier vom Durchmesser. Aber um einfach den mal sich in eine Tasche zu stecken, ist er halt wie gesagt optimal. The Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. Ja, also er gleitet jetzt hier schön übers Papier, wie gesagt, drüber. Jetzt gucken wir mal, ob der jetzt eher trocken oder nass schreibt.
Ja, wie man sieht, ist schon wieder komplett trocken. Also würde ich eher sagen, die Feder schreibt total trocken. Das könnte auch jetzt hier zusammenliegen mit der Kaweco Tinte. Die ist auch eher trocken, aber man kann gut mitschreiben. Ja, ist ein schöner Füller. Wie hat es euch gefallen? Also habt ihr auch so einen kleinen Pocket Pen oder habt ihr eventuell einen anderen Pocket Pen, den ihr täglich benutzt, den man sich einfach mal so schnell in die Tasche stecken kann? Würdet ihr den auch kaufen, hier den Kaweco Lilliput? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute. Ciao.